Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir das Kolosseum besucht, dort Kämpfe hinter uns gebracht, auch das andere Kolosseum haben wir besucht und haben ein paar Kategorien geschafft. Danach waren wir bei Professor Helix Helix, der hat uns einen Portaliten gegeben. Und ja, wir wollen heute in eine neue Ebene. Dafür müssen wir aber zuerst im Turm von Rosenblüh, deswegen sehen wir uns gleich dort erst wieder. Look at the size of this lake! It's like an ocean! This place is brimming with magic. I'll bet it's full of strange and bewitching loot. but let's focus on getting that Pentaracta crystal for the good doctor. We just need to find the Gleaming Grotto. Now, my gut instinct is telling me... let me see... Aha! We need to go that-a-way! Aw, oh, man. This is gonna be so great! Come on, let's bag us that crystal! Leute, sorry, ich hatte vergessen, mich nach der Sequenz zu entmuten. Ich hatte nach der Sequenz hier drei Gegner schon mal bekämpft. Einmal das Krempenschwein und da unten hatte ich zwei Gegner bekämpft. Das habe ich jetzt für euch aber rausgeschnitten. Wie gesagt, ich war da leider Gottes gemutet. Tut mir leid. Aber ich kann euch ja trotzdem die Einträge vorlesen. Und zwar hier den Muschelschleim. Ich werde die auch nochmal zur Not nochmal bekämpfen, Leute, dass ihr die im Kampf erlebt. Naja, beim Krempenschwein jetzt gerade nicht. Das ist das Schweinchen hier, das Krempenschwein. Wilde Schweinchen, die ausgezogen sind, um ihre Feigheit zu überwinden. Zwar verstecken sie sich immer noch unter den breiten Krempen ihrer geliebten Kopfbedeckungen, aber sie sind schon viel weniger schüchtern geworden. Dennoch der Schalenschleim. Diese spektakulären Schleime verbringen so viel Zeit in ihren Muscheln eingeklemmt, dass sie so hart und glänzend wie Perlen geworden sind. Und das hier, das Wildpferdchen. Monströse Seepferdchen, die den lieben langen Tag in der Brandung baden. Wer weiß, wozu sie ihre Stiefelchen mit sich herumtragen, denn zum Laufen dienen sie bestimmt nicht. Ja, wie gesagt, die habe ich gerade eben angeworben. War relativ schwer. Ich kann euch ja zumindest an der Stelle mal eben kurz von allen dreien so die Anwerbungen zeigen. Zumindest nach den Kämpfen von denen. Also hier zum Beispiel kämpfe ich jetzt einmal mit dem Pferdchen, das springt immer zu mir. Dann mache ich einfach mal hier auf normal angreifen. Also ich hatte mich schon gemutet gehabt, wo ich mich zum Turm teleportiert hatte, weil ich dachte, da kommt gleich eine Sequenz. Und ich lag ja auch richtig. Ja, wie ihr seht, machen die nicht sonderlich viel. Aber ihr kriegt jetzt zumindest eben kurz die Anwerbung von dem Wellenwildschädchen und nachdem ich die Muschel nochmal gefunden habe, kriegt ihr auch von der Muschel nochmal den Anwerbungsversuch, auch wenn ich, wie gesagt, da gemutet war. Da nochmal Entschuldigung, Leute. Hier.
one of us now. So, ich habe auch noch ein paar Begabungspunkte hier zu vergeben. Ich hätte gern hier die in den Schreckensanker. Da will ich Boing haben. Und du sollst hier ein Schwächer werden. So, dann hoffe ich mal, dass ich die Muschel hier auch nochmal finde. Die war hier an der Ecke. Ihr habt jetzt aber nicht sonderlich viel verpasst. Hier hat auch noch die Kiste. Die habe ich zum Glück übersehen. Oh, im Sommer sind hier Sandhaufen. Als ich die bekämpft hatte, die, also zum ersten Mal war es sogar ein Vierertrupp, jetzt, anstatt ein Zweiertrupp, ne? Ich mache einfach mal abwehren, dass ihr auf jeden Fall seht, was die machen. Oder auch hier nach dem Kampf kriegt ihr zumindest die Anwerbung. So, da habt ihr jetzt gesehen, wie sie kämpfen. Jetzt greife ich sie an. Die halten tatsächlich ein bisschen was aus. Bei dem ersten Anwerbungsversuch, den ich hatte, war nervig, dass die mein ganzes Team durchgehend geblendet hatten. Und ich deswegen nicht vorschwächen konnte. Haben die Begabungspunkte bekommen? Nein. So, und hier natürlich noch eben kurz die Anwerbung. Das vom Krempenschwein kriegt ihr dann auch direkt mit hinten dran. One of us now. So, da habt ihr die Anwerbungen jetzt gehabt. Hier ist gerade eine neue Jahreszeit so gesehen angebrochen. Und da ist, glaube ich, der neue Gegner. Dich hatte ich noch nicht. Und diesmal bin ich nicht gemutet. Ich sehe es hier gerade, sicherheitshalber. Ein Seeigel. So, dasselbe Spiel nochmal. Der ist jetzt auch ein bisschen vorgeschwächt. Und wir sind alle geboostet. Das ist fies. Da muss ich kurz eine Runde warten. Und erstmal den einen hier ausschalten. Weil der würde bei der Anwerbung sonst nicht mitmachen. So. Ja, ist jetzt egal, dass der eine den Boost nicht hat. Rauchfleisch. Angriff. Oh, easy. Sieht aus, als würde er tanzen. Klubschi. Ein Schüttfan. Und natürlich auch direkt den Eintag suchen. Zum Glück scheinen wir hier offenbar schon viel zu haben. Das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen. Also hier fehlen uns offenbar nur noch 5. Also einmal die Schnecke hier.
Dann noch jeden, drei hier. Und natürlich, wer auch immer der Riese ist. Also von den Vieren, die wir nicht sehen können. Aber hier, der Seeigel. Mutlose Meereswesen, die bei der geringsten Gefahr ohne Rücksicht auf ihre Gefährten reißaus ausnehmen. Eine Schwäche, die ihnen nur wenige andere Monster nachsehen. Ach, die Armen. Komme ich denn an die ein oder andere Stelle denn überhaupt dran? Ich guck gerade. Ah, hier ist ein Schatten. Die verstecken sich hier in den Dingern. Ist das Zauberwasser? Nee, eine Olefiole. Hier komme ich normal nicht drüber. Nochmal eine Olefiole. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu der Höhle, die wir schon beim Drübersehen gesehen haben. Die müsste da hinten sein. Die habe ich beim Vorbeigehen schon gesehen. Wie gesagt, tut mir leid, dass ihr die First Reactions nicht habt. Ich gebe hier offen und ehrlich zu, wenn ich Fehler mache. Rein da. Ach, ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Das ist die Ruin statt Elfay, okay. Was hast du denn Schönes zu verkaufen? Das Monster finde ich cool. Ah, ich sehe schon. Der verkauft viel Buff- und Debuff-Zeug. Und der Werfungszeug hat er jetzt aber nicht das Geile. Aber ich kaufe mal das Rauchfleisch. Diese Reichmacher und so weiter, die hebe ich mir halt für die oberen Ränge auf. So, wer von euch hat denn was zu erzählen? Beziehungsweise hat einer von euch mit mir Fusionen vor? Ah, der möchte. Eine Kaktuskugel? Ich habe definitiv keine Kaktuskugel. Ich habe wahrscheinlich nicht mal irgendwas. Oh. Waldwurm. Ja, ich habe nicht mal irgendwas, was hier eine spezielle Synthese geben würde. Ja, ich habe diese Kaktuskugel nicht. War schön, dass hier wenigstens eine Mini-Medaille war. Ich denke mal, der andere wird dann hier nichts Besonderes haben. Oh, hi. Doch, das suche ich. Okay, dann gehen wir mal da weiter, ne? Ich finde die Hotels in dem Game, die es gibt, die sind so ziemlich das Unnötigste, was es gibt. Weil wozu brauche ich diese Hotels, wo ich Geld für ausgebe, um meine Monster zu heilen, wenn ich auch einfach einmal eben kurz zum Turm zurück teleportieren kann und wieder zurück? Das hat halt denselben Zweckwert, nur dass der Turm kostenlos ist. Okay, hier scheint kein neues Monster zu der Jahreszeit rumzustreunern. Ja, den Kampf habe ich jetzt eben kurz bestritten. Ich sehe, gibt es hier zwei Wege runter. Hier gibt es einen Weg runter und an der anderen Stelle gibt es einen Weg nach unten. Aber hier scheint nichts Besonderes zu sein.
Hier ist wahrscheinlich im Winter was. Im Übrigen, wenn ich mir das Teleportsystem so anschaue, ne? Dann kommen, glaube ich, nicht mehr so viele weitere Kreise. Wahrscheinlich maximal nur noch so zwei Portaliten und dann wahrscheinlich hier die mittleren und oberen Ringe, dass es dann so im Kreis dann weitergeht. Wäre jetzt zumindest eine Vermutung von mir. Boah, das ist mal eine riesige Sandfontäne. Monstermampf ist auch in Ordnung, ne? Ich glaube, ich brauche eine andere Jahreszeit, um weiterzukommen. Mal hier geht es doch nur in das vorherige Gebiet, oder sehe ich das falsch? Nee, ich sehe das richtig. Auf der Seite ist eine Brücke. Geht mal aus dem Weg, Kätzchen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ebene. Könnte fast nicht glauben, dass das hier eigentlich so ein Dämonengebiet ist. Oh, neue Hühnchen. Kommt runter. Garudas. Okay, der ganz links ist auf jeden Fall gut geschwächt. Aber irgendwie will das mit der Abwehr runter bei dem nicht funktionieren. Egal. Auch Fleisch. Let's go. Die Prozentchance ist ja trotzdem hoch. Ich taufe dich einfach Garo. Ein Kniester-Fan. Der Ort sieht besonders aus. Naja, das Wasser ist jetzt auf jeden Fall weg. Dann müsste ich auch mal hier so zwischen den beiden Elfey-Punkten mal gucken. Bestimmt ist hier drinnen in den Teilen was. Ich sagte bestimmt. Du stehst doof. Der stand fies in der Tür. Guck mal, hier sind zwei Vasen. Mit einem weißen Elixier. Gucken wir doch auch bei dem anderen Teich. Ach, jetzt habe ich noch den Eintopf vom Garuda vergessen. Garuda, die Krallen dieser riesigen Jagdfalken können verheerenden Schaden anrichten. Ihre Federn hingegen gelten als Glücksbringer, wenn man sie unterwegs aufliest. Okay. Wieder nur drin mal rumstöbern. Und mal wieder muss ich mich um die Vasen kloppen. Aber es lohnt sich. Wechselwürze. Okay.
Davon habe ich gerade eben schon eins gefunden, wo ich gemutet war. Da hatte ich es mir aber noch nicht angeschaut. Talentsamen, 3 Stück. Die hebe ich mir auch so für Endgame eher auf. Also im frühzeitigen Game sind die halt unnötig. Ach, guck mal, hier zu diesen Ruinen kann ich mich sogar hin teleportieren. Ich wollte mich hier oben mal hin teleportieren und da die Herbstdinger gucken. Guck mal, hier ist ein Höhlendurchgang. Ich dachte mir schon irgendwas in der Art. Weil hier oben konnte ich von Weitem eine Kiste, glaube ich, sehen. Ja. Und da hatte ich mich gefragt, wie zum Geier komme ich da dran? Oh, neuer Gegner. Ein Blätterbalg. So. Müsste danach mal meine MP auffüllen gehen. Und eventuell mal heilen. So, ich habe den geschwächt, den ich geschwächt haben will. Seetpferdchen ist sogar schon mal weg vom Fenster. Na gut. Kommt, damit das Monster mal weg ist. Ich dachte erst, das wäre so ein wandelndes Feuer. Es macht halt auch einen erheblichen Unterschied, ob man die Feuer schwächt oder nicht. Laubro. Oder Laubro. Feurige Klinge. Das klingt super. Das klingt nicht nur super. Da investiere ich sogar drin. So, hab mich einmal beim Turm aufgefüllt. So, und jetzt hier endlich den Eintrag zum Blätterbalg. Angriffslustiges Laub mit melancholischer Ader, das in der Farbe roten Blättern im Herbstwind leicht. Sein Unglück rührt hauptsächlich vom Umstand her, sich jeden Morgen sämtliche Schuhe zubinden zu müssen. Ja, da hast du was vor dir. Ja, jetzt fehlen nur noch 3, beziehungsweise 2, weil eins davon wird das Riesenvieh sein. In jeder Ebene gibt es ja bisher 1. Also wird es hier nicht anders sein. Ich laufe gerade wieder zurück, ne? Aber habe ich hier runter eigentlich geguckt? Ich kann mich ja zur Not wieder hoch teleportieren. Es könnte sein, dass unter der Brücke was ist. Nee. So, jetzt habe ich ja eben kurz nachgeschaut. Jetzt kann ich weiter. Oh, Spezialarzneien. Die machen, meine ich, 90 HP. Also an Heilung. Wo genau will ich gerade lang? Ich glaube, ich will nach da links. Ich bin mir nicht sicher. Ist hier irgendwo eine Höhle? Ja, hier ist ein Durchgang. Oh, hier laufen die Pilze rum. Gucken wir mal zuerst hier oben. Da führt ein Weg lang. Da ist der Riese. Ich dachte mir schon, dass es hier einen gibt. Ich könnte ihn einmal angrätschen, um ihn zumindest in der Liste drin zu haben. Aber ich lasse es mal. Ich brauche mir ja nur zu merken, dass der hier gammelt.
Ich will da auch eigentlich lang gucken, aber... Ja, komm. Bevor der Herbst weg ist. Irgendwo führt dieser Weg ja hin. Wasserfestes Amulett. Wahrscheinlich ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, gibt Spritzerassistenz. Okay, laufen wir hier mal den Weg entlang. Mal gucken, was hier so auf mich wartet. Irgendwie muss man ja auch da oben an den Teil der Karte rankommen. Sobald ich diesen getrockneten Fluss verlasse, wird's eh Winter. Da ist das Spiel nett. Wenn du in so einem Bereich drin stehst, dann wechselt ja die Jahreszeit nicht. Der wechselt sie dann erst, wenn du den Bereich verlässt. Was ich furchtbar nett finde. Okay, ich hatte eigentlich mit zugefrorenem See gerechnet, aber passt, ne? Ich könnte ja bei der Ruine gucken. Guck mal, beim Anfangsbereich, der Bereich ist jetzt auf jeden Fall zugefroren. Und da oben drauf scheint was zu sein. Hier kommt man auch nur im Winter hin. Lamonade. Oh, ein Brunnen. Und hier war eine Mini-Medaille drin. Okay, dann wieder raus aus dem Brunnen. Dann will ich von hier oben aus da hinten mal gucken mit dem zugefrorenen See hier. Da können wir doch bestimmt das ein oder andere jetzt machen. Guck mal, da sind sie ja, die Schnecken. Oh, guck mal, der eine Knöpfe schlägt sogar. Wow. Kritischer Zauber und das trifft ausgerechnet den nicht, den es treffen soll. So, dann wärmen wir ihn mal an. 94%, komm. Hätte geweint, hätte es jetzt nicht geklappt. Aber es wäre typisch für mich gewesen. Schnello. Kann Barrikade. Okay, was ist unpräzise Kiste? Oh, das ist fies. Dann fehlt hier jetzt auch, glaube ich, nur noch ein einziger Eintrag, weil das eine Vieh wird ja definitiv der Riese sein. Der Schneckenschleim. Die spiralförmigen Häuser dieser Schleime werden im Alter größer. Einige wollen Schleimhäuser gesehen haben, die so groß waren, dass auch ein Mensch bequem darin hätte wohnen können. Wahrscheinlich hat sogar der eine oder andere Mensch so Sehnsüchte danach. Es gibt bestimmt irgendwen, der sich so ein Schneckenholz angeguckt hat und gedacht hat, da drin will ich wohnen. Das ist mein größter Traum. Okay, hier oben ist jetzt sonst weiter nichts. Aber da unten, da war noch ein Bereich, der zugefroren, jetzt einen Weg geöffnet haben sollte. Da kommt man übrigens im Frühling rüber. Da drüben, da war dann aber nichts. Dann gucken wir hier, solange hier zugefroren ist. Danach kann ich auch zu der Höhle. Ja, lass mich doch dran. Eine Mini-Medaille. Hier kommt man in den anderen Jahreszeiten nämlich nicht hin. Okay, ansonsten scheint hier aber nichts zu sein. Dass da vorne ist Monster bist. Das da ist die Höhle, wo wir bestimmt rein wollen. Aber ich habe jetzt den einen Kameraden, der uns noch fehlt, jetzt nirgendwo gesehen. Oder bist du tatsächlich ein Standardgegner?
Nee, du wirkst auf mich wie ein Mega-Gegner. Allein schon von der Musik her. Merkwürdig, ich habe das eine Monster halt jetzt nirgendwo gesehen. This cave is really something else, huh? Ja, mir macht nur der Golem da links eventuell Sorgen. You know, the place has history and a hoard of hidden treasure. Hm? Did that stone just move? Behind you! Was? Ich wusste es. Können wir verhandeln? Stone me, what's with these guys? Come on, we'll have to head deeper in. Those guys don't know when to quit. Die patrouillieren da. Relentless. It's as if they're possessed. We'd better get moving before they spot us. Come on. Noch mal ein größeres Monstrum. Okay, jetzt bin ich hier in der Höhle drin. Und hier scheine ich schon jedes Vieh zu haben. Ja gut, Leute, ne? Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich hier jetzt für heute Schluss mache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann.